Emil ist jetzt 8 Monate alt. Krabbeln kann er noch nicht, aber sein Robben wird immer schneller und er fängt an, immer häufiger sich in den Vierfüßlerstand zu drücken. Die Kinder werden jetzt im 8. Lebensmonat viel mobiler und auch schneller von den Bewegungen und können auch schon etwas in die Höhe greifen, versuchen auch schon manchmal sich etwas aus dem Regal vielleicht zu angeln. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall nochmal überprüfen, ob eure Wohnung oder euer Haus kindersicher ist. Am besten guckt ihr in der Höhe von eurem Baby oder je nachdem, wie weit euer Kind schon nach oben langen kann, sollten keine Gegenstände im Regal liegen oder zum Beispiel Kabel hängen. Daran kann das Kind sich festhalten und kann sich so auch manchmal Gegenstände sonst auf den Kopf ziehen oder sie können einfach herunterfallen. Dann könnt ihr auch schauen, ob spitze Kanten oder Ecken in eurer Wohnung sind. Ihr müsst natürlich nicht überall Kanten- oder Eckenschutz anbringen, aber in dem Bereich, wo euer Baby sich viel aufhält, könnt ihr Eckenschutz anbringen. Ein weiterer wichtiger Punkt für die kindersichere Wohnung ist, dass ihr die Reinigungsmittel an einem Ort aufbewahrt, an dem das Baby nicht drankommt. Geeignet sind natürlich Schränke, in denen ihr weit oben Platz schafft, sodass die Kinder gar nicht drankommen können. Oder wenn es bei euch nicht möglich ist und die in Fußbodennähe aufbewahrt werden, die Reinigungsmittel, dann solltet ihr einen kindersicheren Verschluss an der Türe anbringen. Die Steckdosen könnt ihr nochmals überprüfen. Hierfür eignen sich Kindersicherungen, die ihr überall im Handel bekommt, für die Steckdosen. Und natürlich könnt ihr auch schon eurem Kind jetzt mit 8 Monaten beibringen, dass es nicht in die Steckdose langen darf. Um aber sicher zu gehen, eignen sich die Kindersicherungen. Da die Kinder in ihrer Bewegung jetzt ja sehr schnell sein können, solltet ihr auch nochmal euch Gedanken machen zum Thema Treppengitter. Wenn ihr natürlich über mehrere Ebenen wohnt, kann es sinnvoll sein, ein Treppengitter anzubringen. Oder es gibt auch mobile Gitter, die ihr vor bestimmte Bereiche auch stellen könnt, wenn ihr nicht wollt, dass das Kind in ein bestimmtes Zimmer geht. Oder es kann auch mal sinnvoll sein, einen Laufstall zu haben, falls ihr mal in ein anderes Stockwerk gehen müsst oder Wäsche aus dem Keller holen müsst und das Kind kurz in der Wohnung bleiben muss, dann könnt ihr es auch in einen Laufstall hineinsetzen für diesen kurzen Moment. Oft eignet sich das auch für Familien, die Tiere haben, Katzen oder Hunde, und man die Haustiere nicht alleine mit dem Baby lassen möchte.